Im Moment nur, also ich will nur mal wissen, dass wir mittanzen miteinander. Und du erzählst, also es ist so wie mit dem Wein, wie man weint, also wie man weint ganz genau, aber wie man lacht genau erklärt. Aber ihr seid ganz ernst. Nicht slowly. No, about the laughing. We didn't do that. How you laugh, but you tell it in the, das heißt Vergangenheit. Ihr erzählt nicht, wie ihr lacht, sondern wie ihr gelacht habt. Also wenn das mal, vor Jahren hattet ihr noch gelacht. Heute habt ihr nichts mehr zu lachen. Ihr habt erzählt, you understand? How it was when you laughed. You're telling each other that. And what happened? Yes, what happened to you and how, what kind of sound you made and something like this. Und er spielt einfach so den Blues, einfach so ganz langsam drüber weg. Ich will nur mal hören, was ich gucke, wenn das in der Vergangenheit passiert. Boah, können auch Pausen sein. We don't need to talk all the time. Ziemlich leise, damit man hört, was sie sagen. Ne? Magenkrämpfe gekriegt, oder? Nee, Amelie, das ist ein Irrtum. Weißt du, wenn du, es ist was anderes, wenn du erzählst, guck mal, wenn du jetzt erzählst, als ich im Kino war, da war so ein blöder gleich, Film und erzählst, okay. Wie du gelacht hast, weil dann denkt man, alles, was ich jetzt erzähle, hat damit zu tun, bei dem, als du den Film gesehen hast. Aber du musst gar nicht den Grund erzählen, sondern nur wie, wenn du als wenn es Jahre her ist. Ne? Also sonst denkt man, das ist nur bei dem Film gewesen. Aber wir können das genauso wie jetzt. Richtig Magenkrämpfe. Und dann fange ich mich an zu schütteln. Nicht richtig. Du fingst dich an zu schütteln. Du musst alles in der Vergangenheit erzählen. Verstehst du, was ich meine? Wenn, dann fange ich mich an zu schütteln, ist, dann du erzählst, wie du lachst. Ich fange an zu schütteln. Ich fing, ja, aber das ist wie, ja? Habe ich es nicht richtig verstanden? Das ist immer falsches Deutsch. Er meinte fing. Er hat gesagt, fing. Es muss schon klar sein, dass das ich habe manchmal auch gelacht, ohne Ton, nur. Hast du was auch gemacht? Nee, ich habe mich immer nur so zusammengerollt im Stuhl. Da war es dann wie wirklich lacht. Es muss doch immer das. Was ich meine? Ja, ich weiß. That it's not like we really like. Yeah.
dann wieder den Ellenbogen wie reinholen. And we stand on one hip, relax. Relax with the head, it's very relaxed. Also, die Hand bleibt dann immer hier. Und so ein bisschen, guck mal, wenn man so ausholen muss, so noch mehr entspannen und dann macht der Körper eigentlich noch ein bisschen das in dem Moment. Also wenn man hier da der Kopf and back da again. Der hebt sich hier und ist ganz eingedreht, dass ich das Handgelenk von der Seite sehe. Nee, nicht so. So. So ist ganz eingedreht, der Arm und der Ellbogen ist ganz gehoben. So. Der ist das rund. Gut, hier gehen. Da. It's like da and da. Wenn man den Arm so hebt, so, aber mit dem Bein, so. Ein bisschen da. Also, da hinten hin. Ja, gut, nur da. Squeeze ein bisschen so. Hoch und runter. So, und wenn man da ist, aber gleich zurück. Wie like but from the back. Ja, da. Sofort zurück. Da. Dann sowas ähnliches, was wir schon mal kennen. Ne? Sowas, ich weiß nicht genau. Und das und das. Okay. Das und das. Doppelt. Du bist stehen und Kopf ein bisschen senken. The hands are down. Elaine. Good, shut up. Look down. Ich
Monika. Nee, kann ich mal mit vollen Namen. Monika. Aber dann kurz. Monika. Im Rhythmus der Musik. Es ist ja immer eins, zwei, der nächste. Auf eins sagt man seinen Namen. Und zwei, drei ist nichts. Die gut, genau, ganz präzise zu machen, aber muss man Zeit haben. Müsste nicht. Jetzt oder niemals? Jetzt oder? Niemals. Aber hier gibt es keine Sache. Los, ja, wenn schon, dann schon. Also sind die Dinger unermüdlich. Ja, aus hartem Tüll. Ja, Plastik. Denkst du, Eier? Zigarette? Ja. Na, das ist ja toll. Ist besser als drängen und dann denken. Ja. Dass man eben ein Bäuerchen machen soll, dass man singt oder ein anderes Lied. Alles hilft nicht eigentlich. Aber immer was probieren, was aber mit Kind zu tun hat. Mit Kind und Mutter. Spielt. Ja, man selber ist derjenige, der das Kind sein will. Und die andere Person, aber in der Unruhe. Ich bin irgendwie ausgedrückt. Nee, machen oder machen wir ein Bäuerchen oder so. Ja, aber auf dem Arm. Salve Avi Vesumon, que es español, que me parla pausa. Ich son des Amante, lui. Zwei Monate Drehzeit. Ja, das ist wichtig. Ja. Und das hier? Linke ist nicht so sensibel wie die rechte. Ja, aber ist nicht dasselbe.
aus. Fühlen mit Gefühl. Ja, genau. Ja, und wenn sie sagt, so. Und wenn ich mit Gefühl mache, sagt sie nicht so viel Gefühl. Ja? Nochmal mit Musik, Männer. Nazareth, can you tell exactly what you do with the feet? When and when you put your foot again backwards? Bah, je touche avec les genoux. Je vais toucher avec les genoux ici. Yeah, but not with the stretch foot. Usually when you did it like almost bent. The foot was not flexed, but a little bit like flexed. No? Not like that. No. Not stretch. Relax. It was a little bit like tension, but... And I feel too that you did that sooner because it wasn't so short. It was not like one, boom. Two, three, four, five, six. Nee, das Bein kam erst. Das Bein eher. Like this first. But das war immer lange. It was not just like in, out. Nee, das beginnt aber noch während des Beines. Le dernier, il était très très tard, celui-là. Ah, c'était vraiment tard. Même après. Das war nicht so lang, aber man nimmt die Hand mit runter und das haben wir eben nicht gemacht. Dass wenn man küsst, nimmt man die Hand mit runter. Du meinst diese Hand? Ja, wenn man das gemacht hat, habt ihr doch das und dann immer so gemacht. Ja. Nicht so. Du hast es immer so rein. It looked like you go in here. I don't know what you did, but for me it looked like the body had to go like that because I told you to be so close, very, very close. And also your leg went through Christian's leg. The foot was on the other side. You were really close with the hip. Ja, weil das war das Schöne, weil das Bein da durchging. Now it doesn't look like nothing special. Man kommt du zuerst und fängst an und du kommst in die Idee hier hinterher. Nein, ein bisschen hinterher. So, jetzt gehen wir auch hin. Also da, wo wir rein müssen. Hier. Ein bisschen später. Und geht nochmal runter. Dass vielleicht mal irgendjemand steht auf und legt sich wo an. Also zum Beispiel immer einer von den Paaren steht auf, aber nicht alle zusammen, und legt sich woanders hin, auf den Bauch. Und derjenige, der übrig bleibt, legt sich da, wo er ist, auf den Bauch. So langsam. Ja? Ich wollte nur gucken, ob irgendwann alle auf dem Bauch liegen und man kann das Drehen anfangen. Versteht ihr?
Das schaffst du nicht, Bertha, so hoch zu springen. Du musst den Akzent nach unten machen, Bertha, das ist jetzt nach oben. Ab nach Holland. Das war der 45. Probentag, der letzte in Wuppertal. Premiere ist in 1,5 Wochen, diesmal in Amsterdam. Das Stück ist noch nicht fertig, für uns bleibt es Fragment. Die Truppe fährt morgen ab nach Holland. Wir blieben noch 3 Tage in Wuppertal, ehe wir unsere Sachen packten. Etwas hing nach.